Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Energieforschung und um genauer zu sein um Reallabore der Energiewende. Vor einem halben Jahr habe ich schon mal ein Video veröffentlicht zum Thema Energieforschung und das werde ich euch auch am Ende dieses Videos hier verlinken. Ansonsten ist das unten in der Videobeschreibung, das könnt ihr euch auch mal anschauen. In diesem Video hatte ich beschrieben, dass das siebte Energieforschungsprogramm, was aktuell in Deutschland läuft, eben sehr genau beschreibt, wie Energieforschung als solche strukturiert und auch gefördert ist. Dort habe ich also beschrieben, wie das Ganze anhand bestimmter Themen und bestimmter Investitionen von der absoluten Grundlagenforschung bis hin zur ja, kommerziellen Anwendung geführt wird. Der letzte Schritt dieses Weges, des Entwicklungsweges von diesen Energieforschungsprogrammen, ist das Reallabor. Und auch schon im letzten Video habe ich beschrieben, dass es einen Ideenwettbewerb für die Reallabore der Energiewende geben würde. Ein Reallabor ist dann schlussendlich so, sind die Entwicklungsschritte vom echten Prototypen an der echten Welt bis hin zur absolut kommerziellen Nutzung von neuen Technologien und Anlagen. Und eben für genau diese Reallabore gab es einen Ideenwettbewerb, der mit in etwa 90 Ideen, Projekten, Konsortien umgesetzt wurde und 20 davon wurden schlussendlich ausgewählt. Die wurden im Juli 2019 benannt und sind jetzt praktisch in der Lage, über die nächsten Jahre gefördert zu werden. Diese 20 Projekte sind größtenteils im Thema Wasserstoff verortet. Das hatte ich auch schon beim letzten Mal ein bisschen angedeutet. Darüber hinaus geht es vor allem um Energiespeicher und energieoptimierte Quartiere. Diese 20 Projekte sind jetzt also in der Lage, über die nächsten Jahre aus einem Fördertopf des Bundeswirtschaftsministeriums ja Geld zu entnehmen und dementsprechend jetzt ordentlich voranschreiten zu können. Die Hälfte dieser 20 Projekte sind in, ja, sagen wir mal, strukturschwachen Regionen und deswegen nochmal ganz besonders gefördert. Da hat das Wirtschaftsministerium nochmal einen weiteren Fördertopf aufgemacht, sodass wir eben jetzt hier verschiedenste Themen mal ordentlich vorantreiben können. Wie sind diese Reallaborprojekte strukturiert? Die müssen praktisch zeitlich und räumlich begrenzt sein. Das muss also eine ganz konkrete Umsetzung von einer Anlage oder von irgendwelchen Ideen an einen bestimmten Standort sein. Und dafür haben dann verschiedenste Projektträger Sachen entwickelt und zum Beispiel auch ganz konkrete, zum Beispiel Power-to-Gas-Anlagen entwickelt, die an einem bestimmten Standort realisiert werden sollen. Und die werden jetzt eben auch über diese Fördergelder mit gefördert. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass bei diesen Reallaboren, sagen wir mal, rechtlicher Spielraum so ein bisschen ausgelotet wird. Es soll ja vor allem darum gehen, neue Konzepte und neue Anwendungen mit umzusetzen. Und genau deswegen ist hier der Anspruch, es soll eben so ein bisschen der Spielraum ausgelotet werden, wohin kann sich praktisch die Regulierung in Deutschland jetzt noch weiterentwickeln. Und genau das ist auch der dritte große Aspekt. Es sollen regulatorische Erkenntnisse gewonnen werden. Es soll also darum gehen, was der Regulator, also was praktisch an der Stelle Bundesnetzagentur, die Branchenverbände und vor allem die Politik, der Gesetzgeber, lernen sollen und lernen können über die Anwendung dieser neuen Technologien und was man deswegen vielleicht an der Gesetzgebung und an den Marktprozessen ändern sollte. Es soll also einen Erkenntnisgewinn geben für die Prozesse, für die Vorgaben der Energiewirtschaft. Und genau das ist eben die Beschreibung von diesen Reallaboren. Die Beispiele werde ich euch verlinken. Dafür gibt es eine schöne Dossierseite vom Bundeswirtschaftsministerium, wo man einen Steckbrief als PDF für diese 20 Projekte runterladen kann. Und außerdem gibt es dort auch eine Karte, wo genau diese 20 Projekte genau verzeichnet sind. Das zeige ich euch hier kurz. Und außerdem könnt ihr das dann unter diesem Link auch mit herunterladen. Man kann hier so ein bisschen zusammenfassen, dass hier tatsächlich Wasserstoff jetzt erstmals in richtig industriellem Maßstab ausgetestet und ausprobiert werden soll. Das ist ja ein Thema Brennstoffzelle, was schon seit Jahrzehnten in Deutschland angewendet wird, auch schon mal in den 80er Jahren eine richtige Hochzeit hatte, aber dann wieder ganz schön eingeschlafen ist. Und gerade in den letzten Jahren hatten wir Wasserstoff und Brennstoffzelle immer mal wieder als Thema auf so den typischen Energieforschungskonferenzen, auf den typischen Kongressen der Energiebranche. Und jetzt ist es halt tatsächlich so weit gekommen, dass man Wasserstoff aus Sicht der Bundesregierung nochmal ganz besonders fördern und weiter sich entwickeln lassen möchte. Und genau deswegen soll sogar bis Ende dieses Jahres, also noch vor Weihnachten 2019,
und dieses Video kommt gerade Mitte Dezember 2019 raus, soll noch eine nationale Wasserstoffstrategie festgelegt werden von der Bundesregierung. Also das muss jetzt relativ kurz nach Erscheinen dieses Videos beschlossen werden. Und daraus lässt sich jetzt schon mal tatsächlich ziehen. Einerseits gehen jede Menge Forschungsgelder in Richtung Wasserstoff, andererseits soll es so eine übergreifende Strategie geben. Die Bundesregierung, also die Politik, ist aktuell offensichtlich auf einem absoluten Wasserstofftrip. Und die Frage ist, ist das wirklich der sinnvollste Weg? Ist das entlang der vielen, vielen großen Baustellen und Probleme das zentrale Thema für die Zukunft der Energiewirtschaft und der Energiewende? Unter Beachtung von zum Beispiel auch Power to Gas ist es ja durchaus eine Möglichkeit, dort eine Speicherung von Strom zu sehen, indem wir mittels Wasserelektrolyse ja, Wasserstoff entstehen lassen und den ja einfach lagern können. Aber dabei der Wirkungsgrad nicht besonders optimal ist, also wir verlieren dabei einfach Energie an die Umwelt. Oder dann eben auch das noch weiter methanisieren können und dadurch praktisch ein künstliches Methan, ein künstliches Erdgas für unsere gesamte Erdgasinfrastruktur auch noch weiterentwickeln können. Aber auch da ist der Wirkungsgrad geradezu miserabel und deswegen verlieren wir auch da nochmal jede Menge Energie. Ist das also der richtige Weg? Zumindest ist es im Rahmen der Reallabore der Energieforschung, des Energieforschungsprogramms, der absolute Hauptaugenmerk, der es hier aktuell in die Fördertöpfe greifen kann. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, dass Wasserstoff der richtige Weg ist, dass zumindest die Brennstoffzelle oder dann eben auch die weitere Methanisierung der richtige Weg ist, um die Energiewende voranzutreiben? Dann schreibt das, wie gesagt, mal unten in die Kommentare und habt ihr noch Fragen dazu, dann teilt die unten einfach mit. Ansonsten gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und hier ist, wie gesagt, nochmal das alte Video zum Thema Energieforschung in Deutschland verlinkt. Und dann eben bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.